Abgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. So, Nummer 4. Entladetest ist beendet. 188 Wattstunden. Die Nummer 9 habe ich leider nicht auf Video. Da habe ich 184 Wattstunden rausgekriegt. Wie gesagt, ich fasse ich das dann alles nochmal in Diagramm zusammen. Ja, und jetzt muss ich erstmal so ausschalten. Jetzt muss ich erstmal warten, bis die nächste Folge geladen ist mit dem C-Tech und dann kann ich den nächsten Entladetest machen. So, ich wollte gerade pennen gehen. 5 ist voll, die lasse ich jetzt noch bis morgen ruhen, dann messen wir und machen den Entladetest. Und die Nummer 8 habe ich gleich jetzt über Nacht angeklemmt. So, Nummer 8 lädt immer noch. Ich habe jetzt die Nummer 5 angeklemmt zum Entladetest. Ich habe mal gemessen, 20,66 Milliohm und 12,8 Volt hatten wir. Und hier hatten wir 23,16 Volt, Milliohm und 23 Volt wäre gut, ne? Ja, also sehen wir hier schon deutliche Verbesserungen, ne? Wir wissen ja schon, dass die besser wird. Ja, schmeiß mal Entladetest an, dass ihr auch mal dabei seid, einmal hier. Ist halt immer dasselbe jetzt, ne? Ne, warte mal, jetzt habe ich was falsch gemacht. Ne, Nummer 1, ne, Nummer 3 und Nummer 2, genau. Die und die, da kann ich die, das ausmachen. Gut, ja, läuft. Guck mal, wir haben jetzt unter Last 12,4 und hier hat man nicht mal 12,4, ne? Also das ist schon krass hier. Zum Glück, ja, gut, war gut, dass wir es vergleichen, ne? Also ich mache ein paar Schnipsel immer mal, wenn ich hier wieder abschalte. Bis später. So, Nummer 8 ist voll. Ich habe jetzt schon umgeklemmt auf Nummer 1 und gerade eben Entladetest beendet. 137 bei der Nummer 5. Ich habe sie schon eingetragen. Die hatte vorher 40. Ich mache jetzt gleich noch Entladetest. 566. Und da piept es wieder. 486 bei der Nummer 8. Da hat man aber wesentlich mehr. Also das C-Tech-Ding ist halt scheiße, ne? Na ja, jetzt machen wir weiter. 6,96 Milliohm bei 13,18. Gestartet hat man bei 7,86 Millionen, also die dürfte auf jeden Fall ein bisschen mehr bringen. Nummer 1, jetzt die nächste. Na, mal sehen. Und die Nummer 1 hat abgeschalten 217 Wattstunden. Nummer 7 lädt noch. So, Nummer 7 ist jetzt auch geladen. Ziemlich genau 6 Milliohm bei 13,12. Zeigt aber jetzt hier schon, habt ihr jetzt bestimmt schon gemerkt, dass das C-Tech-Ladegerät auf jeden Fall beschissener ist wie die REMFs, ne? Wie alle REMFs, die eingeschickt wurden. Ja, moin. So, entladet ist beendet. 466 bei der Nummer 7. Ich hab der Felgo hat mir noch hier ein Batterieladegerät, ein anderes mitgebracht. Und ich habe jetzt einfach mal spaßenshalber die Nummer 1 noch geladen, weil mich das selber interessiert. Weil viele werden ja denken, ah, hier C-Tech, was nimmt er da für ein Drecksding und so. Also das ist bei Lamborghini, Maserati, Bugatti, bei den ganzen Supersportwagenherstellern ist das hier mit drin. Ne? Nur mal so als Info. Das Ding kostet 500 Euro oder so. Ja, Nummer 1, wie gesagt, mal vergleichen wir mal die zwei Dinger, um einfach zu gucken, ob wirklich C-Tech da, naja, egal. Ne, vielleicht bringt das ja ein bisschen mehr. Mal gucken. Machen wir jetzt mal hier Entladetest. Was hat man hier? 6,96. Ja, wird ungefähr dasselbe rauskommen. Na gut, wir testen es mal. So, Lampe blinkt. Guckt euch das an. 176 Wattstunden.
217 hatten wir ja hier, 250. Also das Ladegerät ist noch beschissener wie das Seedeck-Ladegerät. Ey, ich tue jetzt mal spaßenshalber, klemmen wir jetzt mal noch einen Rempf an und machen noch mal einen Durchgang mit dem Rempf, weil ich denke, dann sieht man noch mal, dass auch das auch verliert. Ne? Das ist einfach alles Schrott. Ja, moin. So, ich mache spaßenshalber mal noch einen Vergleich. Das ist dann aber wirklich der Abschluss, und zwar mit dem RMF von mir und Achim. Und ja, ich gehe ein bisschen gediegener ran, dass nicht wieder der Batterie kaputt geht. Und dann werden wir mal sehen, ob wir die zwei Ladegeräte dann wieder besiegen. Dann wäre es in dem Fall halt wirklich, gerade bei Seatec und so, ich habe das immer mit DC-Ladung verglichen, da ist dann kein Unterschied. Also mit den Dingern jetzt hier, das ist schon krass, ey. Also die schaffen es nicht mal, die so hinzukriegen, wie sie der Rempf hinkriegt. Traurig, ne? Halbwegs schon, ne? Aber nicht ganz. Also die Aussage ist, meiner Meinung nach stimmt es immer noch nicht, dass man immer mit dem Rempf laden muss, weil es eben mit DC, aber na gut, mein Gott, ist scheißegal. Die Dinger sind halt scheiße, wenn das als Standard angenommen wird. Okay, dann ist richtig, dann weg damit und Rempfen. Mal gucken. Oh, mein Guter, jetzt hier, komm, zeig mal was. So, ich habe die Nummer 1 nochmal mit dem RMF hier von mir und dem Achim malträtiert, sag ich jetzt mal. Aber irgendwie verhält die sich auf jeden Fall komisch. 7,13 Milliohm bei 12,79. Also ich krieg sie mit dem auch nicht besser hin. Irgendwas ist hier mit der. Ich weiß nicht, vielleicht durch die dann spaßenshalber mal aufmachen. Aber ja, machen wir mal einen Ladetest und dann sehen wir weiter.